So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und heute ist Sonntag, wieder mal Ho-Oh und Lugia Raid Tour. Wir haben wieder mal die Go-Tool-App auf, gucken uns nochmal fix die Werte an. 21,15 für ein 100% Lugia und 22,07 für ein 100% Ho-Oh. Ho-Ho-Ho. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Old Channel Bridge. Da ist nämlich, wenn ich mal hier rüber gucke, ein Ho-Oh Raid auf. Das wird der erste heute sein. Früh haben wir leider schon ein paar verpasst oder verpennt, wie auch immer. Wenn wir Glück haben, geht genau im Anschluss. Also den ersten haben wir für halb angesetzt und drei Viertel am Löwen geht der nächste auf. Solange es kein Viridium ist, nehmen wir den natürlich auch noch mit. Würden dann weitergehen zur alten Kirche oder Apostelkirche, wie sie mittlerweile heißt. Würden da auch noch einen mitnehmen und sind gespannt, was der Tag heute bringt. Wetter ist bescheiden, irgendwie alles ein bisschen feucht um mich herum. Aber egal, kurze Hose am Start, Digga, wie immer, weil es ist gesund und so, hab ich mal gehört. Wir laufen jetzt hier rüber, da seht ihr schon mein Lavados, das immer noch über mir rumfliegt, rumkreist. Und das geht eh nicht auf. Ich dachte, ich mache Lavados zu Best Buddy und mache dann Viridium im Duo. Aber bis ich Best Buddy bin mit Lavados, ist Viridium eh nicht mehr in den Raids. Also ist das eigentlich schwachsinnig. Wir melden uns wieder, wenn wir an der Old Channel Bridge sind. Gucken mal, ob die anderen auch schon da sind und dann wird heute wieder geradet. So, das erste Ho-Oh ist auch schon down an der Old Channel Bridge und weil es regnet, hat es einfach mal 10 Kyoko reingenommen, sonst schlägt es eigentlich immer Despo davor oder anderes Gesocks, aber diesmal Kyoko Armee am Start, Wetter geboostet, war natürlich auch sehr effektiv. 7 Bären, 3 Beleber, 6 Tränke, 1000 Staub, haben kein Glücksei rein, obwohl wir vielleicht gleich direkt im Anschluss noch reinmachen, aber die spare ich mir immer für den C-Day auf und für die Levelaufstiege. 21,76, leider kein Shiny. Hat jemand was über 22? No. Jemand ein Shiny? Nein. No. Ach, es geht ja schon gut los. Gut, wir fangen das jetzt in Ruhe. Gucken mal, ob beim Löwen noch was aufgeht. Wenn es kein Viridium ist, nehmen wir das sicherlich auch noch mit. Ist ja gerade eine lustige Truppe hier, ne? Da kann man bestimmt noch einen machen. So, das nächste Ho-Oh am Löwe natürlich auch gelegt. Wie ihr seht, 200 Sekunden übrig. Ja, der Rogo verlässt uns dann leider. Na, dann müssen wir alleine weitermachen. Aber kein Problem, wir schaffen es bestimmt noch, gerade so. Kein Shiny. 21,75. 21,40, es wird immer schlechter. 21,40, bin ich nicht der Schlechteste. Keiner Shiny dabei, nix. Ja. Dann fangen wir das jetzt auch wieder und hoffen mal, dass... Ja? 21,97. Oh! 21,97 ist sogar richtig gut. 22,7 ist das 100er, denkt dran, 21,97 Shiny, das nimmt man gerne mit. Wir fangen das jetzt noch, kriechen dann hoch zur alten Kirche, zur Apostelkirche, wie sie jetzt heißt. Gucken mal, vielleicht haben wir Glück und haben noch ein Ho-Oh. Gestern ging er den ganzen Tag immer zu Lugia auf und Ho-Oh war selten. Heute ist es wahrscheinlich andersrum. Heute haben sie es richtig gemacht. Vielleicht haben wir das Wochenende falsch verstanden. Samstag ist Lugia und Sonntag Ho-Oh. Genau, wir haben das Wochenende falsch verstanden. Habt ihr es auch falsch verstanden? Schreibt es rein. Wir fangen jetzt und sehen uns an der Kirche wieder. Ja? Dann machen wir Sticker. Das Ohr-Video. So, wir sind jetzt hier am Stadtwappen. Ne? Mann, ist das laut. 1,87 Sekunden übrig. Aufgestiegen mit Canvas. Noch eine Lade-TM hinterher, noch eine Sofort-TM hinterher. Wieder mal ein Ho-Oh, also ich glaube wirklich, dass die getauscht haben. Kein Shiny, aber 21,97. Das nimmt man gerne mit. Die haben wahrscheinlich wirklich getauscht. Gestern den ganzen Tag Lugia, Lugia, Lugia. Heute wird zu Ho-Oh, Ho-Oh, Ho-Oh. Und wenn wir es geschissen kriegen, wird man auch zum Bismarckturm fahren.
laufen. Ne? Ihr wisst Bescheid. Grüße gehen raus. Und da oben einen mitnehmen, aber es sind zu viele Leute und zu wenig Füße. Also müssen wir mal gucken. Wäre aber auf jeden Fall interessant, aber vielleicht ist es ja auch Viridium. Wenn jetzt keiner mehr ein Shiny hat oder was Gutes, würde ich sagen, fangen wir und ziehen weiter. Oder warten, bis wir den nächsten finden und melden uns zurück. So, wir sind angekommen am Bismarckturm und es regnet. Die stehen schon alle da mit Regenschirm. Oh mein Gott. Nee, ich wollte ja auch nicht. Ich werde nass, wie immer. Hinter mir seht ihr den Bismarckturm. Richtig genial. Was ein Oschi. Und das Display wird einfach nass. Es ist sogar ein Lugia geworden. Und es war so schleimig und matschig und ekelhaft, schon wieder hier hochzukommen. Nie wieder, hieß es sofort. Nie wieder. Alle hatten Schiss. Wir sind jetzt durch. Lugia ist down. Vielleicht ist wenigstens ein Shiny dabei. Wir sind gespannt. Oh, Shiny, ich hab's schon gesehen. 21,15 braucht's natürlich. 12 Überdränge, 1000 Staub und nichts. 20,89. Das fangen wir jetzt. Kein Shiny dabei? Wirklich nicht? Gar nicht? Oh Mann. Jetzt müssen wir wieder nach unten. Ja, warte, ich mal's dann rot an in WhatsApp und schick's dann in die Gruppe als Shiny. Okay, mal's an. Das blenden wir dann ein. Da guckt euch nochmal den Turm an und den Baum. Und da drüben sind Pferde. Und die Fische. Oha, die hauen ab. Ey! Jetzt auch irgendwo ein Raid. Ey! Wir wollen hier. So, nach einer kleinen Durststrecke. Wir dachten, 13 Uhr bis 13 Uhr machen wir Mittagspause. Ging einfach mal gar nichts mehr. Jetzt ist 15 Uhr, dafür geht jetzt wieder extra viel. Wir sind jetzt auf dem Friedhof, ein Lugia. 15.11 Uhr, also in 6 Minuten geht sogar das nächste auf. Auch beim Friedhof, Gerhards Gereuth, geht 5 Minuten später auf. Bahnhof geht nochmal 5 Minuten später auf. Wir checken ab, wo überall Ho-Oh oder Lugia ist, würden alles mitnehmen. Und gucken hier jetzt, ob es ein Shiny! Und 21 wieder! Du auch? Da. 21,4. Das ist ein gutes. Was ist das? 20,74. Zwei Shinies in einer Runde. Sonst jemand noch was Gutes oder ein Shiny? Alles traurige Gesichter. Die gönnen einfach alle nicht. Ne? Wir fangen das jetzt auf jeden Fall. Gehen dann vor, nehmen den am Eingang noch mit. Und dann gucken wir mal, ob die zwei anderen auch noch werden. Wir sind auf jeden Fall jetzt wieder zurück im Spiel und sind gehypt. Okay, bis dann. So, der nächste Raid am Start. Wieder mal Friedhof, der zweite beim Friedhof. Kenny hat auch schon gefragt, kommt ihr nach Gerhards Gereuth? Da würde er sich riesig freuen. Der kann uns nämlich dann direkt auch sagen, was dort aufgegangen ist. Das ist sehr schön, wenn man überall einen Maulwurf sitzen hat. Und wir sind aufgestiegen mit Lift-Up-Raider zu Glücksfreunden durch den Raid. Auch sehr gut. Da kann man vielleicht mal noch was tauschen. Mit Annika sind wir auch Glücksfreunde momentan. Da muss ich mich mal treffen und mal hier schauen, was man da nimmt. Nichts. Ein blaues Lugia mit 20,94. Das tüt mal auch rein. Na, über 21 hat keiner? Gut. Shiny wahrscheinlich auch nicht. Alles sind ruhig, alles sind wohl besonnen. Wir gucken jetzt mal, was der Kenny gesagt hat und werden uns dann nach Gerhards Gereuth begeben oder alternativ eben zum Bahnhof. Das seht ihr ja gleich. So, wir sind jetzt angekommen in Gerhards Gereuth. Wundert euch nicht, ein Lutscher im Gesicht. Ne? Wurde jetzt verteilt zur Beruhigung. Der Friedhofsgärtner ist auch dabei. Guckt, der steht da im Auto und wühlt dort rum. Wir sind nämlich schon wieder bei einem Friedhof, vor einem Friedhof, wie auch immer. Ist Ho-Oh geworden. Nehmen wir natürlich mit. Leider kein Shiny. 21,63, über 22 muss es haben. Alles schön ruhig. Nee, da ist nichts. Ne? Guckt euch mal hier das an, immer schön. Hutablage, alles draufgelegt. So wird heutzutage geradet. Das fangen wir jetzt und fahren wieder nach Hibu an den Bahnhof. Da wartet nämlich schon das nächste Ho-Oh. Und bis dahin habe ich hoffentlich den Lutscher weg, denn das ist komisch so zu sprechen, wenn die ganze Zeit dieses grüne Röhrchen da raushängt. So, wir sind jetzt hier am Bahnhof angekommen. Wie man sieht, das nächste Ho-Oh. Ne? Klappt also jetzt richtig gut. Wie gesagt, heute wahrscheinlich direkt Ho-Oh-Ray-Tag. Gestern immer zu Lugia, heute vermehrt Ho-Oh.
Kann Zufall sein, kann es auch nicht. Vielleicht haben die das mit Absicht gemacht. Was war dann aber am ersten Tag? Das weiß man gar nicht. Da konnten die in den USA ja schon ab 13 Uhr raiden. Wir ab 22 Uhr, da war ja nichts. Wie es da aussah, weiß ich leider nicht. Und Glockenbrunn ist auch Lugia. Wildgehege ist Lugia. Obwohl, Lugia holt auf. Shiny! Richtig? Jetzt dreht er gleich wieder durch. Guck, ey. Sieht das nicht schön aus? Das nimmt man doch gerne mal mit. 21,37, wunderbar. Auf jeden Fall. Was wollte ich? Genau. Glockenbrunn wird man doch Lugia mitnehmen wahrscheinlich im Wildgehege, wenn wir das noch schaffen. Lugia, Birkenfeld geht auf, also drei Stück gehen bestimmt mindestens noch. Die Leute gehen uns irgendwann aus, aber wir nehmen das mit. Gelbe Beere, ne, das kann nicht fliehen. Denk dran, immer gelbe Beere drauf beim Shiny. Wir ziehen weiter und sehen uns dann beim Glockenbrunn. So, da sind wir angekommen in Wallraps, genau, in Wallraps beim Backhaus am Glockenbrunnen und haben das nächste Lugia nur noch 55 Sekunden übrig, aber nicht, weil wir so schlecht waren, sondern weil alles rumgespackt hat, sich alles aufgehangen hat und als wir dann endlich in den Kampf konnten, war schon die Hälfte der Zeit um und noch keine Energie wirklich abgenommen. Wir drücken mal fix durch, gucken uns an, Regen, ist es jetzt sogar mit Wetterboost? 21,1, nee, leider nicht, Wetterboost, das hat im Kampf erst gewechselt, aber guckt euch mal das an hier, die schöne Dekoration, da ein Bäumchen, ne, da steht noch ein Bäumchen, wunderbar, hier Backhaus, Wallraps, guckt euch das an, da interessieren doch die Shinies gar nicht und die IV, wir fragen trotzdem mal kurz nach, jemand ein Shiny? Nee. Jemand was Gutes? Nee. Gut, ich komme ja schon, wir fangen jetzt im Auto und auf geht's zum Wildgehege. So, wir sind hier angekommen beim Wildgehege, bei einer der neuen Arenen beim Wildgehege und da kommt auch noch was anderes an, nämlich Autos. Die gucken hier, ne? Ne, die gucken nicht, aber wir haben das nächste Luke auf jeden Fall jetzt im Raid. Gucken wir, ob da jetzt wieder ein Shiny dabei ist. Birkenfeld, wie gesagt, geht danach noch auf, würden wir noch mitnehmen. Dann geht Old City Tower noch auf, im Wildgehege geht noch eine andere auf. Ich habe aber nur noch 4 Pässe und habe immer noch nicht aufgeladen, habe noch keine Coins jetzt. Entweder machen wir dann Schluss oder ich muss halt einzeln kaufen. 5 Bären, 6 Tränke, 1 TM, 6 Beleber, 1000 Sternenstaub. Es wird auch schon wieder dunkel, wie man sieht. Blau, kein Shiny, 20, 38. Das ist, glaube ich, das Schlechteste, was ich heute hatte. Aber egal, das nehmen wir auch wieder mit. Stiefeln mal hier rüber, fragen mal kurz. Und jemand ein Shiny? 21, 12, was ist denn das? Na, bestimmt nach 90er, wenn 21,15 das 100er ist. Mit 15 Angriff würde ich tippen. Ja, fangen wir. Oh, toll. So, wir sind also hier angekommen in Birkenfeld wieder mal. Der Ramses kauert vorm Auto rum. Wir sind einmal rausgeflogen, also alle 6 waren tot. Ich habe diesmal mal mit Elektroangreifern gekämpft. Jetzt wieder die Despoter-Armee. Bisschen Abwechslung reinbringen. 6 Accounts waren wir jetzt nur noch. Ihr seht, es werden immer weniger. Trotzdem kein Problem. 100 Sekunden Restzeit. Das nehmen wir jetzt mit. Da kam gerade noch eine Frau, hat nach dem Weg gefragt, wo es nach Birkenfeld geht, obwohl sie gerade mitten in Birkenfeld steht. 2078, nicht so krass. Der Gefa eben wirklich einen 890er bekommen mit 15, 14, 15. Glückwunsch dafür. Das fangen wir jetzt, das nehmen wir noch mit und vielleicht machen wir noch den Old City Tower, aber ich glaube, der Pierre muss jetzt heim, beim Jan weiß ich nicht. Und Franz ist am Old City Tower, also Old City Tower nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Beim Holzwildschwein weiß ich nicht. Wir gucken mal, melden uns dann auf jeden Fall nochmal zurück, wie wir es jetzt machen, aber ihr seht, es ist schon dunkel. So lange machen wir jetzt eh nicht mehr. So, ihr kennt die Lifehacks wieder. Einfach Auto an, vorm Auto rumkrümeln. Raid machen. Ihr seht, Ho-Oh im Raid. Das dürfte aber der vorletzte heute sein. Im Wildgehege geht noch ein 5er auf, beziehungsweise ist schon auf. Wenn das noch ein Lugia oder Ho-Oh ist, nehmen wir das noch mit zum Abschluss. Das ist dann aber wirklich der allerletzte. Und das ist auch das allerletzte, denn er hat einfach mein Pokémon umgebracht. Und jetzt muss ich mit einem neuen Team rein. Alter. Und er knallt einmal, der hat Solarstrahl. Warum nimmt das Kyogre, wenn das Solarstrahl hat? Deswegen fallen die Kyogre um wie nix.
Wir haben es aber geschafft. Jetzt ist es tot. Es regnet auch ein bisschen, das seht ihr hier nicht. Im Scheinwerfer würdet ihr das sehen. 7 goldene Himbeeren, 3 Hyperdränge, 9 Sonderbonbons, das Schwert bekloppt. Zeit vorbei, als es nur noch eins gab. Die guten alten Zeiten sind zurück. Jetzt werdet ihr wieder eingedeckt mit dem ganzen Mist. Kein Shiny, aber 21,50, auch schlechte IV. Das tüt mal wieder ein. Das Gute ist, ich hatte jetzt eben noch genau 2 grüne Raid-Pässe. Jetzt habe ich nur noch genau einen grünen Raid-Pass für den letzten Raid. Das geht also genau auf. Ab morgen dann wieder ganz normal raiden. Ganz normal täglichen Raid-Pass für das Viridium raushauen. Und 2 Tage Raid-Tour. Auf jeden Fall sehr genial. Das fangen wir aber. Die anderen haben, glaube ich, nichts. Ich höre auf jeden Fall kein Ausrasten. Und gehen zum Holzwildschwein. Obwohl, da ist es schlecht. Da kann man auch nicht mit dem Auto hin. Da gibt es gar kein Licht. Mal sehen, wie man das wieder machen. So, da sind wir also angekommen beim letzten Raid. Ihr seht schon, alles stockdunkel, man sieht überhaupt nichts. Es ist nochmal ein Ho-Oh geworden. Der Gefa ist so nett und hält mir einfach seine Handytaschenlampe ins Gesicht, um mich zu blenden. Aber ich mache den Raid trotzdem und fange. Mich hält hier nichts ab. Nein, auf jeden Fall. Ich dachte erst, wir nehmen das mit und ich filme das dann beim Auto. Aber jeder hat ja eine Taschenlampe am Handy. Das ist auch richtig gute Sache. Auch schön, dass der Max mal wieder da ist. Man hat ihn auch mal wieder gesehen. Ihr seht ihn nicht. Ist ja dunkel. Franz am Start. Seht ihr auch nicht. Gut. Und kein Shiny. Raid ist durch. 21,80. Jetzt nochmal die Frage in die Runde. Hat jemand ein Shiny? Hat jemand was Besseres als 21,80? Okay. Tut dir dein Arm weh? Kann das sein? Dann war es das, glaube ich, jetzt. Wir fangen das natürlich noch. Wie viele Ho-Ohs habt ihr heute gemacht? Wie viele Lugias habt ihr gemacht? Wie viele habt ihr gefangen? Wie viele Shinies habt ihr bekommen? Hattet ihr ein gutes? Schreibt es mal alles in die Kommentare rein. Das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Bamsus.